Go. Sind wir drauf? Sind wir drauf? Sind wir drauf? Hallo. Hallo, 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 hallo. Da sind wir wieder. Ja. Ganz kurzes Update, die Pan kommt leider nicht wieder. Die ist zu Hause. Die wurde von Phil nach Hause gefahren, weil der geht es leider nicht gut. Die hat es trotzdem versucht heute, hat leider nicht so geklappt, wie sie wollte. Ganz liebe, gute Besserung. Also ich sehe es nachher von uns allen. Ja. Ganz. Ich soll alle ganz lieb grüßen, aber sie wird es heute leider nicht mehr hierher schaffen. Das wird nicht mehr passieren, leider. Aber... Ja, gute Besserung. Sie ist beim Drachenbaby eingeschlafen. Es kommt doch, Spoiler! Habe ich jetzt gespoilert, ja. Das arbeiten wir das nächste Mal aber wieder auf dann. Jetzt musst du wieder irgendein Skript zerreißen. Oh Mann! Das Panende, wo nur sie überlebt. Genau. Das gab es. Ja, ja, also gute Besserung, ne? Und wir sehen uns gute gleich. Besserung. Ja. 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 Pani. Ja, die Arme. Mann. Sie hat es versucht. Ja. Wollen wir danach sie alle besuchen gehen? Komm. Ja, wir gehen einfach mit dem ganzen Team. Da ganzen Team alle rüber. Wir bringen Bier und Pizza mit. So alles. Also, richtig, ja. Laute Musik, Zigarren. Kippen, Zigarren, genau, alles rum. Alles mit hier den Schädel einfach. Wir haben noch 50 Leute mitgebracht. Hier. Sven kommt auch. Ja, genau. Freu dich. Genau. Freu dich. Freu dich. Wird super. So. Mann. Ja. Die Arme. Ja, okay. Ja. Ja, wie geht's euch? Hab einen Haarmund. Passiert. Ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich nichts weiter mit hinbekommen habe heute, als einen Eimer, den uns der Klabautermann gegengeschmissen hat, auszuweichen. Wir sind heute nicht so effektiv. Und das noch nicht mal so gut eigentlich. Da hast du viel besser so. Aber er klaut uns halt voll die Show, ne? Ja, das ist unfassbar, was ihr alles gelernt habt. Der Max macht's heute einfach. Aber er ist einfach der Macher diesmal. Ja. Echt. Heute Mikkel weint. Ja. Tut mir leid. Unfassbar, ne? Ja. Wir lassen den Max heute auch mal machen. Ja, ja. Wir sehen uns heute ein bisschen. Nee, aber braucht auch mal so einen Moment. Wenn verlasst, dann klappt es nicht mehr. Wir verlassen uns voll auf. Oh nein. Wir verlassen uns voll auf. Und das war's. Du bist der Mann der Stunde. Ach du Scheiße. Er zaubert einfach irgendwas. Dann. Halbes Gesicht, aber doppeltes Herz. Ja. Oh. Wow. Wow. Oh. Oder? Oder? Ich weiß gar nicht, ob der schön oder scheiße war. Er war richtig. Der ist gut. Hä? Doppeltes Herz war voll schön. Aber halbes Gesicht. Ja, aber das war ja nicht meine Schuld. Hässlich wie Kacke, aber echt nett. Ja, ja, ja. Wie so ein Wert das echte Karamellgesicht, aber lecker. Weißt du, was das heißt? Friendzone. Ja. Tut mir leid. Ist okay. Tut mir leid. In Gedenken an Klabauterboy. Klabauterboy. Küsse das Stück Holz. Und? Was? Oh, ja, die Würmer. Oh, ja. Ich hab sie aufwachsen sehen. Was die hatten schon Krawatte und Aktenkoffer. Ganz kurze Frage, was ist mit den drei, die an Bord waren? Die hat er nicht geschafft einzusammeln. Mhm. Können die unter Wasser leben? Mhm. Aber die hatten Krawatten an. Mhm. Können die schwimmen? Mhm. Ich habe sie aufgezogen. Guckst du denn nochmal in die Kiste rein? Ja. Aber da ist nur noch so ein kleiner Survivor-Pirat drin. Sie hat den Würfel in der Hand. Oh oh. Nee, leider nicht. Siehst du? Was? Was sehe ich? Ein leeres Dorf. Du siehst zwei kleine nackte Würmer. Oh. Ah. Ah. Die über eine Wiese toll. Die haben nicht mitgemacht. Die haben alle ihre Leute in den Tod geschickt und selber nicht mitgemacht. Ja. Oh. Ah, super. Du bist so gut. Oh. Oh, das war sehr gnädig. Das ist wirklich sehr lieb. Das war sehr, sehr lieb. Ja. Lebt wohl, meine Freunde. Und du schmeißt die Kiste ins Meer. Ja. Ja. Ihr seid uninteressant. Genau. Oh. Okay, also ich fasse nochmal zusammen, was in den letzten zwei Stunden passiert ist. Ihr habt ein Skelett komplett zerlegt und dann den Kopf durch einen Goblin-Kopf ersetzt. True. Ja, komplett zerlegt ist jetzt aber übertrieben. Wir haben das nicht mal Goblin Jesus verbessert Mann. Wollen. Ja. Ihr wurdet in die Luft gejagt von Willibert. Mhm. Mhm. Wie gesagt, ich habe einen Lauf, ja. Ja. Ihr habt den Kraken... eingefroren. Was ist das aber für tolle Geräusch? Zähne. Lüsterine. Was hat das denn gemacht? Das ist das denn? Das ist das denn im Badezimmer. Aber das überhaupt nicht. Das denn bist du das? Nee, bitte, was? Das bestimmt das denn. Ich sage nur, dass ich das Geräusch von das denn bekommen habe. Geil. Ist gut. Mhm, mhm. Dann ist ja alles klar. Ich nicht zu sagen. Ja. Schön. Subsound. Oh Gott! Okay. Hast du genießt? Ja. Das war ja süß. Gesundheit. Gesundheit. Ja, das ist voll gehört. Das klang wie so ein Peniswurm. Na komm, hüpf rein. Hüpf rein. Ja. Hüpf rein. Hui. Leb wohl. Okay, also. Circle of life. Dann wurde der Kraken eingefroren.
ihr wolltet gegen die Goblins nicht kämpfen, sondern habt den Goblin-Kopf auf dem, wie heißt der, Bones? Auf Bones? Ja. Auf Bones verschönert mit dem Charisma-Zauber, worauf die, was waren es, 8 Goblins, sich auf dich gestürzt haben und angefangen haben, dich zu essen. Hä? Warte mal, sie haben ihn gegessen? Und sie haben angefangen, ihn zu essen. Aber ist ein Skelett? Das ist doch nichts dran. Der Kopf schon. Knabbern. Die haben angefangen, seinen Kopf zu essen? Mhm. Und die Knochen kannst du auszutschillen. Ja. Knochenmark. Oh. Ich finde es schön, mit was für einer Selbstverständlichkeit du das hier erklärst. So. Knochen auszuzeln, mache ich ständig. Ist doch ganz normal. Ja, für die Beauty-Produkte natürlich. Ja. Ja. Dann glänze ich wieder. Ja, aber auf jeden Fall, ihr seht quasi die Goblins, die über ihn herfallen, auf eine nun kannibalistische Art und Weise. Es ist wirklich zu viel Charisma gewesen. Hm. Okay, die Frage ist aber, was macht. Die Goblins sind ja trotzdem noch da. Die sind noch da und die werden irgendwann fertig gegessen. Ja, genau. Tja. Lasst euch leid. Hast du noch so einen Feuerball? Ich könnte noch einen Feuerball machen. Kann gar nichts machen. Kann ich in der Zwischenzeit meinen Bumerang wieder einsammeln, der da hinten liegt? Der einfach in der Ecke liegt wie so ein Stock. Punk. Ja, dann kannst du deinen Bumerang wieder einsammeln. Ja, super, danke. Die kommen also doch immer zum Träger zurück. Siehst du? Kommt immer zurück. Kommt immer zurück. Nice. Kommt immer zurück. Nice. Ja. Soll ich, findest du? Also ich meine, ne? Ich meine, ansonsten würden wir Gefahr laufen, wenn wir jetzt runtergehen, dass die wieder kampfbereit auf uns warten. Genau. Das wäre ja Schwachsinn. Aber wir müssen das Dorf ja irgendwie beschützen, ist ja unser Dorf trotzdem noch. Ja. Okay, jeder 2. 6 Goblins, jeder 2. 8 Goblins sind. 8? 6 mit Bogen und 2 waren mit Schwertern. Also Achso. Ich würde es mit dem Feuerball probieren, oder? Ja? Mit einem großen. Fein. Bones ist tot, der überlebt das. Ja, lasst euch Zeit. Hokus ist bei uns, oder? Hokus steht ein bisschen abseits. Er ist nicht so der Kämpfer. Ich mach. Ja, er ist nicht der Kämpfer. Was kann der überhaupt? Er ist nicht der Kämpfer, aber er kann mir ein wenig von seiner magischen Macht unterstützend vielleicht geben. Mana kanalisieren. Ja. Magst du ihn? Ich würde fragen, ja. Ja, er sagt zu. Wow. Alles klar, jetzt Popcorn. Ja. Hab ich Popcorn? Sag nicht, dass es funktioniert. Nein. Ich habe 16 gewürfelt, der sagt. Vielleicht hat er auch nur eine einer Intelligenz. Vielleicht ist er echt der schlechteste Zauberer der Welt. Ja, aber das ist ja Großmagier oder ja, in seinem Land. Vielleicht leben da wirklich nur so. Ja, gut, das kann natürlich. Aber es sind alle schön. Und, aber ja, alle wunderschön. Das stimmt, stimmt. Auf dem Schiff, ja. Schön, aber tump. Okay, du möchtest also einen Feuerball. Zusammen mit Hokus wirken. Also er fässt mein linkes Zepter an. Ich habe ein Zepter. Also ich sage jetzt nicht. Ne, war jetzt keine Analogie. Er greift mit seiner starken linken Hand um mein Zepter, ich darunter, sodass wir quasi das wie ein. Wie als würden wir ein großes Feuer löschen und dass wir es umgekehrt machen. Wir sind der Brandherd in dem Moment. Und wir halten das aber wie den Schlauch auf die Goblins. Mhm. Ja. Und ja, dann würfel mal auf. Und ich würde einen großen Flammenwerfer dann lieber machen, anstatt einfach nur eines Balles. Ja, klar. Ja. Dann würfel mal auf Intelligenz. Du bekommst plus 4. Ich nehme Pans Würfel. Was hast du da nochmal 6, ne? Ich habe 6 und das Scepter alleine gibt plus 4. Okay. Also 14? 14, ja. Flammenwerfer, erscheine, Britzelbrotzel. 13. Gehabt. Der Flammenwerfer erscheint. Es ist eine mächtige Flamme, die aus deinem Zepter strömt. Unsere sie ist so stark, sie ist sogar gleißend blau. Nicht rot, sondern ein richtig mächtiges Feuer. Ein Inferno. Der Willibert, ne? Und die Goblins schreien, während sie in Flammen aufgehen. Und auch Bones schreit, während das restliche Fleisch von seinen Knochen. Aber charismatisch. Ja, charismatisch. Sehr gut. So charismatisch. Wow. Gebrannt wird. Und aua. Wow. Gut. Wow. Cooler Typ. Geschichte. Aber lebt Bones noch? Bones lebt noch. Aber er ist jetzt nur noch Knochen. Er ist jetzt nur noch Knochen. Das heißt aber, er hat einen Goblin-Knochenkopf auf dem Goblin-Schädel. Ja. Geil. Ja. Halb so wild. Geil. Hast du gut gemacht. Upgrade. Voll nice. Upgrade. Ab zu Kunibert mit dir, los. Hallo, ab zu dem Dieb. Für uns bleibt nichts. Kann ich doch gucken, ob sie noch irgendwas
haben. Bisschen Asche. Ich habe das Gefühl, wir laufen hier mit dem Cheat durch die ganze Zeit. Was? Hä? Nein. Hä? Alles so geplant. So. Unsere Kämpfe sind richtig gut auch. So richtig. So, wir hatten gerade einen Kampf. Haben wir eigentlich Gruppen-XP ja. oder haben wir Einzel-XP? Einzel-XP. Wir sind am Arsch. Was? Wie? Nochmal. Warum? Ihr habt heute richtig gute Aktionen gebracht. Ja? Mhm. Blutengel. Schnickschnack, schnuck. Dreimal Schnickschnack, schnuck. Ja, ja. Was geht? Mir fällt bestimmt auch gleich was ein, was ihr gemacht habt. Oh, die Kombüse. Die Kombüse. Ja. Das waren wir. Ich habe einen Kacke-Eimer gefunden. Ja. Geil. Ja. Du hast Snarf und Timmy gerettet. Das stimmt allerdings. Da gibt es sowas XP? Ja, eine Heldentat. Ja, ist eine Heldentat. Achso, Heldentaten geben XP. Okay, okay. Oh, mal gucken. Snarf hat. Ich bin diesmal. Snarf hat, ich schaue gerade in den Chat, Snarf hat. Peniswürmer gezüchtet. Heldentat. Stimmt, ja. Heldentat. Eine ganze Zivilisation aufgebaut. Ne? Heldentat. Ja. Man musste sich schon ein bisschen aus dem Ärmel schütteln, aber sogar schon Arbeiter mit. Oder auch schon Arsch ziehen. Ja, da steht die. Aber der Funk wird heute als Großmagier hier rausgehen, glaube ich. Ja. Mal gucken. Es sei denn, das geht nach hinten los. Ja. Du verlierst. Oh. Oh. Hm. Ja. Ja, lootet. Das sind ach, ja, Asche. Asche. Ja, ja, Asche. Asche. Da ist nicht viel übrig. Das war ein Inferno, die Knochen sind. Kannst du die Asche mitnehmen? Goblin-Asche für irgendwas? Ja. Goblin-Asche. Macht er bestimmt irgend so ein Beauty-Produkt. Das zaubert er sich. Sei froh, dass nur die Goblins verbrannt sind und nicht du. Es ergibt keinen Sinn, aber ich möchte dich nicht töten. Oh. Ja, schon. Aber danke, ich bin ja schon tot. Ja, aber. Also bist du feuerfest? Oh nein. Ah. Oh nein. Das kann bestimmt noch mal nützlich werden. Das kann auch nützlich werden. Mega. Mhm. Bester Freund. Bester Freund. Wir haben ein Skelett. Ihr seid echt sprunghaft. Bei uns ist unser bester Freund. Zuerst soll ich die Insel, dann die Welt retten. Dann soll ich zu dem Dieb da. Jetzt bin ich euer... Eine Feuerwand, ist gar kein Problem. Aber hier lebt man was. Besser, okay, stell mal vor, du warst mal auf dem Schiff. Das sind Bibi und Bon. Das hast du toll gemacht bei uns. Hex, Hex. Hex. Oh, eine Feuerwand, gar kein Problem. Bei uns geht durch. Unsi Blocksberg. Kann alles, unser bester Freund. Warum bin ich damals nicht einfach ins Licht gekommen? Und wartet die ganze Zeit über der Tür so, hallo. Ah! Okay, also du sammelst die Goblin-Asche ein. Bibi und Bones. Okay, und dann? Wir waren gerade auf dem Weg in die Höhle, glaube ich. Ne? Gibt es wirklich keine weiteren Goblins? Achso, genau, wir wollten nochmal zurück in die Höhle. Ne? Willst du weitere Goblins? Nee, aber nur, dass wir sicher sind, weil die Stadt wurde ja gerade quasi angegriffen. Mhm. Nehme ich irgendwo Leben wahr? Mhm. Okay. Pronko hört die Tauben schimpfen. Okay. Hör ich auch schon den ganzen Tag. Ja. Ja. Könnte ich eine Waffe kriegen? Nur so... Jetzt mal nicht übertreiben. Du könntest dir eine Rippe rausreichen. Bitte. Warte. Könnte auch die. Also wir hätten noch einen, wir hätten noch Freund Diele mit Nagel. Oh. Oh, stimmt. Cool. Die haben wir damals, glaube ich, aus dem Timmy-Haus geholt, ne? Ja. Ich habe noch einen Pfeil und einen Bogen. Ich kann. Kannst du nicht? Zielen. Dann habe ich noch Gartenabfälle. Wie sieht's aus? Was? Gartenabfälle. Können wir nochmal mit dem... Nimm dies! Holz und Nagel. Ja. Willst du Freund Diele mit Nagel haben? Ja, wenn sonst keiner eine Waffe hat. Und ich habe Messer und Gabel. Also. Musst du Timmy an ihn geben dann. Nein! Boah, Timmy hat doch jetzt den Geistersäbel. Ja, aber zwei Waffen sind besser. Timmy, du kannst aber das nur ist eine... Das ist ein gutes Argument, Timmy. Er kann aber nicht mit beiden Waffen gleichzeitig, ne? Er nimmt beide in die Hand. Doch! Timmy, du musst... Fiu. Lernen, du musst mit einer Waffe umzugehen, bevor du beide nutzen kannst. Do it! Er klopft dir mit dem Holz auf den Kopf. 10 Bolz weniger. Der Nagel sticht durchs Auge. Lass dich von der Wut leiten. Ich kann ihm halt nichts abschlagen. Das sieht nicht schlecht aus. Ich stehe gerade so ein bisschen auf Timmys Seite, weil er mir... Ne, der ist schon süßer. Ja, ich mach... Ne? Piu. Knirps. Yeah. Piu, piu. Yeah, yeah. Piu, piu, piu. Brauchst du alle. Was piu, piu. Mit meinen Rippen? Eine Rippe ist auch eine Waffe, oder? Ja, das habe ich ja gesagt. Ja, ihr habt auch Rippen. Ja. Ihr habt auch Rippen. Ja, wir brauchen die aber noch. Ja. Was? Noch weniger Knochen? Hm. Hm, ja. Hm. Ja. Ja, machen wir später. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo einen Stock.
So, wir sind echt eine große Hilfe, so. Hm, ja. Hier, dein Finger fehlt immer noch, ne? Was zählt denn alles als Waffe? Alles, womit du zuschlagen kannst. Schätzer, du hast eine Bettpfanne benutzt. Nimm diesen Stein. Ja. Ich schätze gerade Drachenzahn, aber die sind so selten. Und ich kenne die noch nicht so. Und die Pieks überziehen halt immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob du deinen Zahn hergeben möchtest. Nee, möchte ich. Also du kannst. Also wirklich nicht. Ich hab, also wie gesagt, ich habe noch Messer und Gabel. Also so ein ganzes Sortiment so. Omas Besteckkasten habe ich. Ja, ich, also ich kann eh nichts essen. Also von daher, was soll ich mit Messer und Gabel? Ja, also war ein Angebot. Einfach. Ja, dann gib mir das Messer bitte. Dann nehme ich das Messer. So ein Buttermesser. So ein kleines. Für Kinder aus Plastik so. Okay, mit gibst, Teddy drauf. Du gibst Bones ein Messer und Gabel. Da. Als Waffen. Da. Sehr gut. Und seh den Fliegenjährigen da mit den. Ich verstehe. Aber sie haben verdient. Ja, das ist seine Waffen auch erarbeiten, genau. Ja. Ich kann ja nicht sterben, ich kann es verstehen. Timmy ja. hat genauso angefangen wie du. Ja. Nein, ich war cooler. Ja, das stimmt, Timmy. Das stimmt. Vor allem hab ich Fleisch und er macht so. Also ich bin noch viel cooler, weil ich habe gar keine Körpertemperatur. Ha! Den verstehe ich nicht. Ja. Das ist okay. Wie kann man ohne Stimmbänder reden? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich bin ja kein Magier oder Wissenschaftler. Funktioniert das eigentlich, was in Filmen gern gemacht wird, wenn der Kopf abgeschlagen wird, dass der Kopf noch weiterredet, also dass eine Stimme da rauskommt? Nee, oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nein. nicht. Nein, nein, eigentlich also, weil du brauchst ja auch Google. Das hier alles. Alles sofort den unteren Bereich. Ja. Nein. Aber bewegt haben sie Bewegung, ja. Ne? Also Bewegung so. Das, ich glaube, ich habe mal gelesen, dass das wohl so bei Guillotinen-Geschichten. Ja, dass noch kurz die Augen. Dass sie noch kurz sich bewegen danach. Ja, und noch irgendwelche Töne noch aus. Ich wollte halt eh nicht mehr schlafen. Ja. Habe ich mal gelesen. Deswegen haben sich auch so viele Leute... Im Internet, das muss wahr sein. Nein, das habe ich... Die Goblins hatten Waffen, aber die sind verbrannt leider. Alle. Ja. Ja. Alles, alles verbrannt. Ja, ich kann ja eh nicht sterben. Ja, es geht schon. Okay, also ja. Ja, was haben wir gerade gemacht? Jimmy ist nicht begeistert, dass ihr jemand Neuen in die Gruppe aufgenommen habt. Er sieht ein bisschen seinen Platz als Auszubildenden bedroht. Nein, keine Sorge. Timmy, habt ihr den lieber als mich? Nein, wir kennen ihn gar nicht. Ehrlich? Ja, ich meine, oder? Okay, er tritt trotzdem mit einem Fuß so gegen deine Rippen. Oh. Wenn niemand hinsieht. Passiert gar nichts. Ich so. Oh. Tja, staubt ein bisschen. Skelett tritt zurück. Timmy stirbt. Was? Oh, nein. Timmy fliegt so gut. Oh. Ach, ich bin kräftig, das vergaß ich. Okay, also, was machen wir? Die Goblins sind Geschichte, das Dorf wirkt ruhig, die Tauben beschweren sich ein bisschen über den Luftdruck und. Luftdruck? Ja, man kennt's. Die nein, du bist Tauben beschweren sich über Luftdruck? Nein, natürlich nicht. Nee, aber es bedeutet, ein Sturm zieht auf oder so. Vielleicht. Ja. Wir wollten in die Höhle noch, glaube ich, nochmal. Ab in die Höhle? Ja. Da waren wir gerade unterwegs. Da wart ihr gerade unterwegs? Ja. Was mit ihm hier? Da kommt der mit? Hukus kommt mit, ja. Das kommt mit. Kommt das Skelett auch mit? Ah, Hukus klödelt mit. So. Ich habe mich ja jetzt bewaffnet. Ja, okay. Ja. Und ich du bist eine Killermaschine. Ja. Oh, ich bin ja oberfrei. Ich habe eine Idee für Waffen. Ich muss nicht schlafen, ne? Oh, exakt. Ich habe eine Idee für Waffen. Badass. Können wir nicht eine Fingerkuppeln an? Ha, bitte! Aha. Moment. Aha. Überleg mal. Also ihr kommt runter. Ja. Was? Ihr kommt runter in die Höhle. Oh. Können wir bei uns Fingerkuppeln anspitzen als Waffen? Ihr wollt sie zurecht schnitzen? Ja. Okay. Okay. Wer macht's und wer würfelt auf Geschicklichkeit? Wer hat Geschicklichkeit? Ich hab leider nur 10. Ich hab 11. 10. Ich finde das Messer vollkommen ausreichend. Es hat ja schon mit dem Kiefer gut funktioniert. Yes. Die Satria fehlt. Oder du machst die rechte, ich die linke Hand. Deal. Deal? Deal. Okay. Was hast du bei Geschicklichkeit? Ich weiß, wer es macht. Ich weiß, wer es macht. Timmy hat 14 Geschicklichkeit. So. Alter. Das regt mich ja so ein bisschen auf, ne? Was, jetzt könntest du Erfahrungspunkte bekommen. Nein, zuerst Marvin. Entschuldigung. Nein, alles gut. Nee, ich denke auch eher so um die 14 nach. Ja. Echt wie? Was, ich Junge? Bin ein Dieb. Ja, ich du hast ihn ein. Ausgebildet. Ja? Du hast ihn ausgebildet und er hat gut gelernt. Ja, scheiß Padawan. Echt? Okay. Also ihr wollt es Timmy machen lassen. Und Timmy will das unbedingt. Das gibt bestimmt. Oh, was 17. Oh.
Timmy, ja. Du hast Timmy, auch einmal ein scheiß Leben. Ja. Timmy möchte das unbedingt. Und er nimmt seinen großen Säbel, weil der ist ja groß und kräftig und spitz und scharf. Und er säbelt richtig hart auf diese Hand los. Fiu, 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 fiu. Cool. Eine Faust. Yes. Jetzt musst du sie nie wieder ballen. Waffe Nummer 1. Kann ich mir das Messer hier dran machen? Oh. Oh, das wäre eine gute Idee eigentlich. Du hast Harz. Nee, du hast kein Harz mehr. Ich habe hab kein Harz mehr. Hm. Ich habe noch ein paar mehr Messer, die kann er sich so... Aber hier so zwischen die Knöchel. Wolverine-mäßig. Das würde gehen, ne? Wolverine-mäßig. Das würde gehen, ja. Das wäre eine gute Idee. Macht ihr das? Knochenkralle nannten sie ihn. Ja. Eine Wolverine-Faust. Wir nennen uns ab heute MacGyver-Team. Geil. Ja. Eine Wolverine-Faust, so abwechselnd Messer und Gabel? Genau. So ein bisschen wie so ein Schweizer Messer, aber halt in vielen Zeiten stehe ich dann bei Barbecues so rum. Du bist der Held, oder du kannst, bist der Held am Buffet. Du kannst ja. Park sauber machen, einfach den Müll unten ja. aufsammeln. So. Ja. Oder beim Bäcker die Brötchen beschmieren, ja. schnell so alle. Wow. Also, ja. geil. Sie das ist schon nice. Goldene Zukunft. Mega. Ja, wie befestigen wir die aber? Die hält ja einfach so zwischen den Knöcheln fest. Ja? So, ja. Ich weiß nicht. Aha. Wir können die auch zusammenbinden. Ich hätte eine Kordel. Habe ich noch? Also ich will so ein bisschen oder? Das hält, es funktioniert, ja. Also, macht doch, was ihr wollt. Alles, was ihr möchtet. Alles. Funktioniert alles, was ihr findet wollt. Einen Topf voll Gold. Ja. Natürlich, Snarf, kannst du fliegen. Na klar. Feuerfest ist ja eh schon, bei uns ist ein wandelndes Barbecue. Ja. Ja, Willibert ist ab heute ein Einhorn. Natürlich. Geht natürlich. Habt ihr alle Habt ihr alles. Okay. Okay. Vor uns mit dem Besteck hin. Kann ich auch so einen Mixer haben? Wir müssen gar nicht mehr mal so Shakes machen. So, ja, ist ein bisschen wie bei Edward mit den Scherenhänden. Hm. Nur halt wirklich ein ganz billig. Was hast du jetzt gesagt? Edward mit den Scherenhänden auf Wish bestellt. Ja. Okay. So, ja. Gut, schön. Dann haben wir das geklärt. Mhm. Höhle? Höhle. 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 Okay. Was sehen wir da so? Was seht ihr da so? Ihr seht Lysandria beim Drachenbaby schlummern. Sachen, Baby hat noch so einen Fisch im Maul, da hängt noch so die Schwanzflosse raus. Lysandria. Zum Bei Lysandria? Nein. der Drachenvater hat so einen Flügel über die beiden gelegt und sie liegen da in trauter Eintracht. Was genau dort passiert, das werden wir dann nächste Horde erfahren, wenn Lysandria und ich das Ganze ausspielen werden. Ihr seht außerdem einen sehr aufgebrachten Nifred, das war der Schmied. Ihr erinnert euch? Klar, der junge Mann mit der Klatze. Da, wo wir in den Fluss gegangen sind und die Zehennägel geholt haben. Mhm. Genau, der, ja. Er kommt sehr aufgeregt auf euch zu und sagt: Wieder. Endlich seid ihr hier, wie konntet ihr uns so lange alleine lassen? Wir hätten ihr Helden gebrauchen können. Die ganze Höhle ist voller Fallen. Draußen und 8 Goblins, siehst, ein riesiger Kraken, Verina, ein Geisterschiff, Klabautermann. Mhm. Verina in einer Ecke sitzen und sie hält sich den verletzten Arm. Ich kann amputieren. Tja, was sollen wir denn jetzt dazu sagen? Wir haben uns vielleicht um ein paar Sachen... Komm, sie kommt da. Kümmert die auch draußen. Warme Quellen. Warme Quellen. So, dass wir Äpfel pflücken waren da draußen. Ja. Und wir haben uns auch vielleicht darum gekümmert, dass ihr hier noch lebt. Nun gut. Verina wurde verletzt. Oh. Ja, stimmt so. Sag mal mit einem verbrannten Gesicht, weißt du? Ja, ja. Ach so. Voll das verbrannte Gesicht. So. Das ist durchaus schade für sie und ich werde mich auch gleich um sie kümmern. Aber dass wir nicht ein klein bisschen Danke bekommen, ist halt auch schade. Ne? Das ist natürlich wahr. Sind wir euch dankbar, aber hier, diese Höhle, das war früher eine Eisenmine. Aber naja, seitdem wir keine Waffen mehr brauchen, weil wir leben ja seit 100 Jahren im großen Frieden, dank Thorbrecht, dem großen Friedensbringer und so weiter und so fort, wurde hier alles mit Fallen gesichert, damit kein Dieb nach unten kommt, um sich Waffen zu schmieden oder ähnliches. Also letztens mal hier drüben. Im großen Friedensbringer, okay. Ihr wurdet fast von einem Felsen überrollt. Stimmt. Ja, aber das war im Nebenraum. Oder? Ja. Nee, es war im Gang da rein. Ja. Ja, Fallen waren hier eine Menge, ja. Ja. Also ich schlender an Schmied vorbei in Richtung Verina, aber tunlichst darauf bedacht,
mit meiner linken Seite die ganze Zeit irgendwie ihr nur zugewandt zu sein. Also doch Two-Face. Ja, ja, genau, nur die schöne Seite von Two-Face, dass ich immer nur so mit ihr rede. Warte, ja. Warte. Hier. Ja, genau. Ding, ding. Mag ich dich oder mag ich dich nicht? Mal sehen. Schade. Oh, schade. Na gut. Ja. Ja, sie sitzt da und hält sich den blutenden Arm und flucht vor sich hin. Ja. Ich habe gehört, du wurdest verletzt. Ja, ich wollte nur Wasser holen und dann bin ich über ein Seil oder so gestolpert und dann kamen Pfeile auf mich geschossen. Oh Gott. Sie hält ja so ihren Arm hin. Ich sehe halt wirklich so gut wie gar nicht so... Das muss bestimmt schlimm aussehen. Geht es dir gut? Ja, das ist nix. Das ist in Ordnung. Wir haben ein paar Kämpfe draußen gehabt. Ich traue mich nicht, mich dir zuzuwenden. Du sollst mich nicht so sehen. Sie steht auf und packt dein Gesicht. Oh nein, das tut wahnsinnig weh. Und dreht es. Sie packt mein frisch verbranntes Gesicht. Sie packt dich so am Kinn ganz liebevoll. Ach du... Jetzt musst du sagen... Ja, jetzt. Oh. Schau mich nicht an! Schau mich nicht an! Nee. Gibt es hier irgendwo eine Orgel, wo er sich ranzieht? Ja, genau. Jetzt siehst du... Willibert auf der Opera. Oh. Du siehst, jetzt siehst du aus wie der Held, der du bist. Man hört etwas in mir sterben. Wir waren in deinem Haus. In meinem Haus? Ja. Sie schaut euch schockiert an. Wir sind hier ganz stark. Ihr seid weiter hinten. Wir sind noch weiter hinten. Ja. Heiße Quellen? Wirklich jetzt? Ja, die Fackel sind da hingegangen. Wir sind auch, also wir stehen da noch irgendwo rum. Okay, dann was macht ihr? Genau, ich bin Serena, wir sind hier so. Und Timmy ist immer bei hier und machen wir? Wo stehen wir? Ich weiß gar nicht. Heiße Quellen. Ja. So, haben wir uns verdient. Wir müssen Blut abwaschen. Fokus, der... Ihr geht baden. Nein, wir müssen Blut und Gedärme abwaschen vom Schiff. Schämt alles sich. Okay. So. Da Fische drin? Völlig, Also, während Willibert sich um die verletzte Hexe kümmert, geht ihr euch waschen. Das wirft kein gutes Licht auf uns. Hä? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich frag ja nur. Willibert. Ich meine, man muss ja überlegen, wir haben ja auch Blutengel und alles gemacht. Kann da von Kopf bis Fuß über. Ja, ihr seid sehr voller Gedärme. Blut und ihr stinkt auch ziemlich. Genau. Ja. Also wir müssen, ne, damit die arme, liebe Hexe nicht sofort loskotzt, müssen wir uns ja erstmal ein bisschen waschen. Oh Gott. In dieser Quelle, inmitten der Höhle, die dann wahrscheinlich anfängt zu stinken. Die alle auch als Trinkwasser benutzen. Timmy trinkt gerade. So. Schön auch so ein bisschen Restdarm vorbei. Timmy hat ganz schön Durst nach diesem Abenteuer. Er nimmt einen Schluck aus der Quelle. Er sollte vorher trinken. Okay. Nein, da ist ja auch ein Brunnen. Der trinkt aus dem Brunnen. Ja. Okay. Ja, wir müssen aber erstmal Blut und Fäkalien von uns runterwaschen. Das macht ihr. Okay. Ja, okay. Ihr geht euch waschen. Verena, ich habe heute einiges verloren. Und das... Was mich am wenigsten dabei stört, ist, dass ich nicht nur wortwörtlich mein Gesicht verloren habe, sondern auch im übertragenen Sinne dir gegenüber. Was ist passiert? Ich hab ein bisschen ins Wasser gekotzt. Hör doch mal auf. Oh, Stückchen. Gedärme, sonst irgendwas, aber hey. Timmy, und die Prost. Enten so. Ich habe diesen Brief... Der ist bestimmt auch schon ein bisschen angegilbt, sehr durchnässt, riecht nach Fisch, leichte Blutreste, geiles Sexschiff ist auch noch drauf. Da sind ein paar Erlebnisse von heute, aber am wichtigsten ist, was du dir selber geschrieben hast und es wäre nur fair, wenn du wissen solltest, wem deine Gefühle gelten. Sie nimmt den Brief entgegen. Sie erkennt ihre Schrift, liest ihn und mit jeder Zeile entgleiten ihr die Gesichtszüge weiter. Und Christina, die Medusa, sitzt quasi in einer Ecke und sie sieht sehr verletzt aus. Und Verinas Blick wandert zu ihr und sie schüttelt den Kopf. Ich erinnere mich. Ich habe, ich habe, ich habe,
Ich habe sie vergessen. Wie konnte ich Christina vergessen? Und alles nur, um Siegrichs Sohn zu schützen. Siegrichs Sohn? Was weißt du über Siegrichs Sohn? Ich weiß, dass Torbrecht ihn entführt hat. Und er hat ihn hier ins Dorf gebracht. Hallo, hier wird's gerade dramatisch. Ja, das war geil. Wir hören ja nicht zu, ich darf das denen dann gleich erzählen. Ich erzähle das denen dann. Ja. Wir haben. Torbrecht hat Siegrichs Sohn gestohlen. Und da wir Magier nicht lügen können, musste ich das vergessen, weil ich ihn sonst verraten hätte. Er hat mich dazu gezwungen, das alles zu vergessen. Und er hat. Ja, meine Geschichten sind gar nicht so scheiße. Das ergibt sogar Sinn, ey. Hm. Voll mitgedacht. Ja, da habe ich mir gerade spontan ausgedacht. Ja, finde ich richtig geil. Okay. ich habe es vergessen, aber Torbrecht hat Siegrichs Sohn entführt und hierher gebracht und... Hierher? Hierher. In... Er ist Immergrün. Hier. Wo? Sie hebt den Arm. Oh mein Gott. Und sie zeigt auf Timmy. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hinter Timmy? Und das hat Bysatria am Anfang der heutigen Episode schon gesagt. Ja, das hat mich ein bisschen genervt. Ja. Ich so, das ist ein Plot-Twist, wie kannst du nach 5 Sekunden? Das war aber geil, auch der Chat. Es ist Timmy. Timmy. Es gibt einfach so. Und ich so, ich dachte, das wäre voll. Nein, es ist Kunibert. So. Ja. Ihr Schweine, habt ihr alles nicht kommen sehen? Ja, so. Ich dachte, der eine Typ in der Höhle, genau, den keiner kennt. Als ich es Sven erzählt habe, war er so, boah, da kommen die nie drauf. Ja. Voll der Plot-Twist. Und dann sitzt Pan da und ist so, ich glaube, es ist Timmy. Ja, okay, Feierabend. Ja, schön, war schön. Guten Abend. Und seine Eltern, wer sind sie? Naja, Die Eltern, oder? Ja, wenn er geklaut worden ist? Warte, ich habe seinen Namen vergessen. Deswegen sind auch ohne ihn auf Reisen gegangen. Ferdinand. Und haben ihn zurückgelassen einfach. Was für Rabeneltern. Timmys Vater. Ja. Hey, komm, die kloppen wir auf. Torwald ist doch Torbrechts Sohn. Bruder. Entschuldigung, Torwald ist doch Torbrechts Bruder. Ach, wie, wo, wann? Und er wusste Bescheid die ganze Zeit. Er hat das Kind adoptiert, um seinem Bruder einen Gefallen zu tun, um den Sohn Siegrichs hier zu verstecken, ihn als sein eigenes Kind großzuziehen. Weißt du oder glaubst du, dass der Bruder weiß, wo gerade Torbrecht steckt? Ich erinnere mich an alles, was passiert ist, aber ich bin noch keine Hellseherin. Ja. Wow. Platsche. Ich werde dich nicht vergessen. Komm, Timmy, tauchen. Ich möchte euch auch nur daran erinnern, wenn Siegrichs Timmys Vater ist, dann? Wo ist Siegrich? Wir wissen nicht, wo Siegrich ist, aber was mit ihm geschehen ist. Mhm. Er wurde von Piraten entführt. Mhm. Die von Torbrecht. Aber es ist Timmys Papa. Was? Aber es ist Timmys Papa. Ja, ja. Okay. Sag ihr nur. Ja. Macht ihn zum Prinzen jetzt mehr nicht. Also so ein kleiner Prinz halt. Okay, ihr planscht weiter im Wasser. Ja. Ja, wir sind wieder. Ja, ich glaube, du solltest jetzt zu Christina gehen. Ich denke auch, und Verena geht dorthin und spricht mit ihr und ihr seht, wie sie sich weinend in die Arme fallen und küssen. Geil. Nice. Ernsthaft. Sehr gut. Ich hab schon lange nicht mehr. Platsche. Ja, ich gehe langsam Schrittes, die Information verarbeitend zu meinen Mannequin Piss, die da im Wasser. Wir beide so. Ja, ich probiere. Hört mal kurz auf. Oder nee, ich mache einfach mit. Ich glaube, es ist besser, wenn ich mich hinsetze. Ich muss mich auch sauber machen. Und ich beim Saubermachen, beim Mitplitscheplatschen, sage ich, warum guckst du jetzt so? Nee, mach. Okay. Und beim Mitplitscheplatschen, wo aber hoffentlich nur... Also irgendwo hier ist ja der Vater, der Ziehvater von Timmy. Mhm. Die streiten sich ja immer noch in der Ecke. Das die beiden? Nein. Die Eltern? Genau. Okay. Mhm. Sind die in Hörweite? Die stehen immer noch in der Ecke, streiten sich. Immer noch. Immer noch. Richtig gut funktionierende Beziehung. Geil. Naja, sie reden miteinander.
Ja, immerhin, ne? Ja. Sie sind ja auch nicht Timmys Eltern. Ja, stimmt auch. Mhm. Ja, während ich mich sauber mache, sage ich euch... Plitsch! Was ihr... Erzähle ich das, was... Mhm. Verena, die Fallen ignoriert ihr. Ne? Die Fallen ignoriert ihr. Ja, die haben ja bisher auch überlebt, ohne dass wir die Fallen... Würfel mal auf Geschicklichkeit. Haben. Wer? Ja. Alle. Wir würfeln jetzt auf Geschicklichkeit. Wir sind doch nur im Wasser. Ja, aber Verena wurde verletzt, als sie ans Wasser gegangen ist. Sowas. Wir waren noch forschen in Quellen. Ja. Ich will nur gucken, ob ihr jetzt vielleicht eine Falle auslöst. Ja, wir haben leider keinen Würfel. Oh, das ist aber schade. Dann können wir leider nicht würfeln. Ja. Dann denken wir uns einfach an Würfel. Hier, willst du den? Ja, nimm. Klau die beide Bahnen. Oder nimm du den. Achso, ach, hä? Ja, Pant. Ihr habt doch Würfel. Haben wir nicht auch von? Ach, sorry. Wir haben du hast doch drei. Ja, 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 ich hab hier drei. Ich sammle so, okay, ja. Was ist mit dir? Ich hab vier Würfel, wieso? So. Da! Ah, danke. Okay. So, auf drei. Okay, warte. Eins, zwei, drei. Oh! Du hast eine Eins? Ich hab eine Eins. Nice. Das ist das ich hab Beste. Eine Ich entschärfe gleichzeitig. Wir machen weiter Plitsch. Als Willibert auf euch zustolpert, um euch die Neuigkeiten, die bahnbrechende Erkenntnis zu übermitteln und ich zwei mit Timmy da rumplanscht, stolperst du über ein Seil und ich brauch mal den W20. Mal die eine aus. W20? Oh Gott, was macht der? Ja. Oh nein, oh, das ist einmal... Das ist heute mein Tag, ne? Was ist das? Ist das ein Grabstein? Es ist eine Bärenfalle. Was? Katschank! Und du trittst hinein. Und die Heilerin pennt gerade. Und du bekommst 3 Schaden. Oh, so eine kleine Bären. Oh, Bärenfalle. Sehr kleine Bären. Der kleine Zeh. Wow! Zum Glück war es kein Legostein. Und dann platschst du mit der Bärenfalle am Fuß quasi ins Wasser. Und wir lachen. Er ist lustig hingefallen. Yes. Geil, das ist geil. Hat sie ein Holz zählt. Willst du sie als Schuh behalten? Ich, nein. Ich stehe ein wenig schreiend auf. Ja! Ein wenig schreiend. Und zeige auf dich. Du bist stark genug. Ach so. Mann, auf! Mann, auf! Ah! Du scheiß weh, Mann! Mach auf jetzt! Oh Gott! Ja, dann mach ich hier auf. Ja. Drück mal auf Stärke. Warte, Stärke. Oh. 16. Was hast du bei Stärke? Was hast du bei Stärke? 14 habe ich. Ja, aber er ist ein Freund, also plus 2. Oh. Also du siehst sehr gnädig. Und es gibt erst nicht so richtig nach. Und einmal schnappt sie kurz wieder zusammen. Aber dann ziehst du sie auseinander und wirfst sie quasi in eine Ecke. Oh. Gerade noch zwei auf die Eltern. Auf die Eltern. Ja. Genau. Dein Bein blutet. Endlich Ruhe. Ach so. Oh. Aber du bist im Wasser, also es macht so... Oh, das ist aber nicht gut. Timmy ist noch durstig. Oh, das ist aber nicht gut. Ach, in den heilenden Quellen, die mit Darmsiff getränkt sind. Mit eurem Kotzewasser. Und den Gedärmen, den Bakterien, die jetzt in deinen, ich meine ja noch. In den Brutkreislauf strömen. Ja.